ihr wolltet ja noch konkrete Vorschläge. Und ich weiß, hier geht ja immer ein Raunen durch die Menge, sobald man von Innovation spricht. Aber ich fand es spannend, wir haben ja mal am Anfang auch darüber gesprochen, Rohstoffe und wo die ganzen Rohstoffe herkommen, seltene Erden und so weiter. Wir haben zum Beispiel gerade einer unserer Zulieferer einen Elektromotor entwickelt, der komplett ohne diese Rohstoffe auskommt, ohne seltene Erden. Ja? Das heißt, da kann man diesen Elektromotor bauen, ohne seltene Erden abzubauen in Afrika, in Südamerika und Co. Das ist Innovation und das bringt uns voran und damit können wir das dann auch hier produzieren und diese Elektromobilität, die klimaneutral ist, auf die Straße bringen. Und da muss man gesamtweise denken. Auch gemeint ist eben, der VDA hat sich gegen das Verbrennerverbot eingesetzt. Das ist so nicht richtig. Wir haben eine Sache gesagt. Wir haben gesagt, auf der Welt gibt es im Moment 1,3 Milliarden Fahrzeuge. Unvorstellbare Zahl. Die sind jetzt alle unterwegs. So, und wir sagen, okay, diese Fahrzeuge müssen auch ihren Beitrag leisten und klimaneutral unterwegs sein. Und deswegen braucht es synthetische Kraftstoffe, das haben wir gesagt, mit denen diese Fahrzeuge getankt werden können, damit sie auch klimaneutral unterwegs sind. Hat auch noch niemand eine alternative Lösung vorgeschlagen, was man mit diesen Bestandsfahrzeugen macht. Und dafür müssen jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Dafür brauchen wir die Partnerschaften. Wir brauchen immer mehr Energie. Und deswegen muss jetzt investiert werden, deswegen muss die Energieversorgung abgesichert werden. Und natürlich ist es Zeit für große Investitionen. Und da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass die Regierung diese großen Investitionen jetzt tätigen muss, um die Infrastruktur zu schaffen, auch die digitale Infrastruktur zu schaffen, damit wir auf diesem Weg der Transformation zur Klimaneutralität auch wirklich vorankommen. Denn der Weg, den muss die Politik auch frei machen hier und da, damit die Industrie, damit die Menschen liefern können.